Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr unschwer erkennen könnt, stehe ich heute am Grazer Hauptplatz vor dem Rathaus. Das hat den Grund, dass am 26. September 2021 die Grazer Gemeinderatswahlen stattfinden und wir drehen wie schon letztes Mal mit allen Spitzenkandidaten der Top-Parteien für euch ein Interview, damit wir Jugendliche erfahren, was in Graz für uns getan wird. Viel Spaß! Grüß Gott, Frau K., danke, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Für all jene, die Sie vielleicht noch nicht kennen, vielleicht vor allem für die jungen Wähler, bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, ich heiße Elke K., bin 1961 geboren, das heißt, ich habe heuer im November meinen runden Geburtstag, ich wäre 60, und bin eigentlich schon seit meinem 17. Lebensjahr politisch aktiv in der Kommunistischen Partei. Habe dort alles gemacht, was man noch machen kann, von Plakatieren organisieren, Feste veranstalten, Wahlkämpfe mitorganisieren und bin seit 1993 für die KPÖ in Grazer Gemeinderat und seit 2005 für meine Bewegung Stadträtin. Ich war lang für das städtische Wohnungsamt, also fürs Wohnen, zuständig in der Stadt Graz und bin seit 2017 für den Verkehr zuständig. Der Hauptteil meiner Arbeit besteht darin, dass ich einfach ganz konkret für Leute da bin. Das wissen viele Grazer. Wenn sie ein Anliegen oder eine Sorge haben, rufen sie mich an. Und ich versuche, für sie da zu sein, so gut wie möglich und ihnen auch zu helfen und zur Seite zu stehen. Also das ist etwas, was die Leute sehr schätzen, dass ich ganz konkret für sie greifbar bin. Und es sind im Jahr wirklich Tausende von Leuten, egal von wo wer kommt. Danke sehr. Wir Jugendlichen wollen natürlich wissen, was Ihre Partei besonders attraktiv für uns macht. Das ist immer, jeder wird sagen, seine Partei ist die beste. Ich glaube, das, was wir oder uns auszeichnet, ist, dass wir tatsächlich anders sind als die anderen, nicht nur als Partei, sondern vor allem auch als Personen. Das, was ich schon angesprochen habe, dass wir ganz konkret für Leute da sind, das ist etwas, was, egal ob es ein junger Mensch ist oder ein älterer Mensch ist, ob das ein Inländer oder ein ausländischer Mitbürger ist. Wir helfen, wo wir können und auch ganz konkret finanziell, wo oft andere nicht mehr können oder auch die öffentliche Hand, weil gewisse Gehälter halt drüber liegen, aber die Menschen, wenn sie in Notsituationen sind, wissen, dass sie zu uns kommen können und wir ihnen auch finanziell helfen. Und zwar vom eigenen Gehalt. Das ist etwas, was sonst kaum jemand macht. Und dass die Stadt Graz ein soziales Gesicht hat, also vieles, was die Leute kennen, ob das jetzt der Sozialpass ist, ob das der Kautionsfonds ist, das sind Dinge, für die KPÖ immer eintreten ist und auch umsetzen konnte. Also uns ist wichtig, dass Soziales nicht untergeht und so, dass jeder Mensch und jedes Kind ein gutes Leben vorfindet, dass wir niemanden ausschließen. Das ist uns ganz wichtig. Jeder, der da lebt, ist wichtig, dass er eine Chance hat und dass er seine Sehnsucht auf seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen gerecht werden kann. Also wenn man so sagen will, ist die KPÖ ein Hilfsinstrument, damit die Menschen zu ihrem Recht kommen. Also so sehe ich uns. Haben Sie vor, den Raum Graz noch lebenswerter für Jugendliche zu machen? Und wenn ja, wie haben Sie da Vorschläge, Ideen? Wir sagen, unser Kommunalprogramm heißt seit 15 Jahren, wir alle sind Graz. Das meinen wir auch so. Und damit schließen wir niemanden aus. Also ein lebenswertes Graz muss für Kinder und Jugendliche genauso gelten wie für ältere Menschen. Lebensqualität braucht jeder. Was richtig ist, ist oft, dass speziell auf Jugendliche, bei Kindern unter Anführungszeichen, denkt man noch ein bisschen mit, aber gerade bei Jugendlichen selbst, die finden einfach viel zu wenig Freiräume vor. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dort wo ich aufgewachsen bin, nördlich der Dresdner Siedlung, wir haben zwar daheim nicht viel gehabt, aber was wir gehabt haben, nach der Schule Aufgabe machen und wir waren draußen und zwar, weil wir viel Grünräume und viel Gstätten, wie man bei uns gesagt hat, vorgefunden haben und das fehlt an vielen Ecken und Enden. Es wird einfach viel zu dicht verbaut alles. Jetzt rede ich noch gar nicht, dass die Wohnungen eh nicht bezahlbar sind. Aber die Jugendlichen werden oft von einem Eck zum anderen vertrieben, weil es halt dann einer irgendwie die Leute sagen, das ist zu laut oder dieses und jenes. Es braucht einfach Räumlichkeiten, wo junge Leute sie treffen können, ohne Konsumzwang, wo sie jetzt wurscht, ob sie Musik machen, ob sie Theater machen, ob sie einfach nur tratschen wollen. Genauso braucht es auch draußen Platzeln, wo man sie treffen kann, wo man spurteln kann und das sollte
das darf eben nichts kosten. Also diese Freiräume müssen gratis sein, weil einfach viele junge Leute zu beengte Wohnverhältnisse vorfinden und es eh schwer haben, den ganzen Tag in der Schule. Und jeder redet, die jungen Leute sollen nicht vor die Computer sitzen oder so, das wird ja oft so stehensatzmäßig gesagt, aber da muss ich auch die Möglichkeit schaffen, dass ich mich draußen auch entfalten kann und nicht muss immer etwas konsumieren müssen. In den letzten zwei Jahren, schon fast zwei Jahren, hat uns die Covid-19-Pandemie alle betroffen und natürlich auch die Jugendlichen jetzt in der Schule, vielleicht schon im Studium und natürlich auch im Privatleben, wenn man sich mit den Freunden trifft. Haben Sie davor, irgendwas zurückzugeben oder einen Plan, damit die Jugendlichen wieder mehr vom Leben haben jetzt nach der Pandemie? Man kann schwer etwas, was schon passiert ist, zurückgeben. Das kann sich nicht mehr ungeschehen machen. Und das ist vollkommen richtig, dass Kinder und die Jugendlichen, und das gilt ja auch für Studierende, die haben es echt schwer gehabt, weil gerade in einer Phase, wo es ganz wichtig ist, dass man soziale Kontakte hat, die Zeit, die ist unwiederbringlich weg. Die kann man den Jugendlichen nicht mehr zurückgeben. Aber was man kann, ist alles das, wo sie es dadurch schwer haben und vor allem in der Schule, vielleicht, dass da Defizite entstanden sind, dass man da sozusagen nicht die Strenge, dass man da jetzt einfach mit anderen Maßstäben messen muss, auch mit der Beurteilung. Man muss einfach berücksichtigen, dass es nicht in dem Ausmaß möglich war, vielleicht die Leistung oder das, was eingefordert worden ist, zu erbringen. Und da darf man niemanden jetzt hängen lassen. Und die jungen Menschen brauchen mehr Unterstützung, wenn sie irgendwo eine Schwierigkeit haben. Und das muss flächendeckend passieren. Weil dort, wo die Ressourcen zu Hause gegeben waren, wo die Eltern sich so halt leisten können, irgendwelche Nachhilfe unterzugeben oder auch weil der Platz vorhanden war, ist da hat man es vielleicht weniger gespürt, außer jetzt natürlich, dass der Jugendliche auch keine sozialen Kontakte gehabt hat. Aber man darf nicht in der Schule, also die schulischen Leistungen müssen da einfach anders bewertet werden und brauchen künftig hin mehr Unterstützung, viel mehr Begleitlehrer, viel mehr Förderung, sind ja die Lehrenden auch oft die Leidtragenden gewesen und da gehört viel mehr investiert und auch viel mehr Personal zur Seite gestellt. Wenn Sie jetzt zurückdenken, als Sie noch jugendlich waren, was hat sich hinsichtlich bei den Jugendlichen in Graz so verändert? Ist das eher positiv oder eher negativ zu heute? Das kann man überhaupt nicht mit negativ oder positiv. Ich glaube, dass jeder junge Mensch nicht nur da in Graz, sondern überall, und zwar auf der ganzen Welt, letztendlich die gleichen Sehnsüchte und Wünsche hat. Das ist ja eine Phase, wo man ja träumen soll, wo man viele, und das weiß ich ja aus vielen Begegnungen, Jugendliche haben noch viel mehr den Wunsch und die Sehnsucht nach einer sozial gerechteren Welt. Und ganz wichtig ist, sich das niemals nehmen zu lassen, immer mit eigenem Kopf zu denken. Und ich glaube nicht, dass das sich sehr im Wesentlichen unterscheidet von meiner Jugendzeit. Und sich nicht klein machen zu lassen, das halte ich für ganz wichtig. Weil das weiß ich aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn du in einem bestimmten sozialen Milieu aufwachst und da ein gewisser Stempel von der Gesellschaft drauf ist. Nicht, dass es hat immer geheißen, ja, du bist im Kloschirmviertel aufgewachsen, nur weil halt ich aus einer Arbeiterfamilie komme und sozusagen in der Siedlung, wo ich aufgewachsen bin, die Leute halt nicht auf die Butterseiten gefallen sind. Und ich glaube, dass die jungen Leute sich nicht auseinanderdividieren lassen sollten und dem Spiel, was der Älteren oder oft in der Politik sich, dass man sie auseinanderdividieren lässt, egal von wo wer kommt. Und ob das jetzt aus einem begüterten Haus, ob das jemand ist, der sehr schlecht geht, ob das ein Inländer oder Ausländer ist, die jungen Leute sollten versuchen zu schauen, sich gegenseitig zu stützen, zu helfen und sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Also wir haben nur eine Chance, dass die Zukunft sozial gerechter, dass es einen Weg zu gehen, wo Toleranz, wo Aufrichtigkeit, wo Respekt, Mitgefühl nicht verloren gehen, wo es auch nicht egal sein kann, wie es an anderen geht,
das darf man sich nicht nehmen lassen. Und man soll keinen Rattenfängern da anheimfallen, die versuchen, da das, einem das Gegenteil zu erzählen, dass der oder diejenige ist schuld daran, dass du nicht in deinem Leben weiterkommst. Also Solidarität halte ich für ganz was Wichtiges, und dass die arbeitenden Leute wieder die Sorgen haben und nicht irgendwelche Börsenmakler oder Vermögensberater. Frau K., ich bedanke mich für das Interview. Gern. Ich sage auch herzlichen Dank. Danke. So, das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Ihr konntet Eindrücke sammeln und eure Meinung bilden. Denn eins steht fest, am 26. September 2021 dürft ihr wählen gehen, alle ab 16. Und ihr solltet auch auf jeden Fall wählen gehen, damit wir Graz für Jugendliche noch attraktiver machen können. Also, die anderen Videos findet ihr in der Videobeschreibung oder auf unserem Kanal oder auf der Checkit-Website. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.